Wir machen weiter mit den haltlosen Höhlen hier bei Rayman Origins. Damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Part. So, im ersten Part war so viel Action. Was ist das denn hier für ein Beschwörungsritual? Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Im ersten Part war so viel Action, dass ich ganz vergessen habe, dass ich noch eine Sache eigentlich erwähnen wollte am Anfang. Und zwar über die Entstehungsgeschichte von diesem Spiel. Denn tatsächlich war das ursprünglich wohl als Download-Titel, der im Episodenformat erscheinen sollte, geplant. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, wie sowas denn bitte aussehen soll bei sowas wie einem Jump'n'Run, ne? Also ich meine, bei so einem was war das im Vordergrund da gerade? Bei so einem story-fokussierten Spiel wie Walking Dead oder sowas wissen wir mittlerweile, wie sowas aussehen kann und es funktioniert auch ziemlich gut. Aber bei so einem Spiel wie diesem hier, so einem Jump'n'Run, wie soll das in Episoden funktionieren? Vielleicht wäre das dann so eine Art DLCs einfach geworden, die dann alle einzeln entsprechend released werden. Oh mein Gott! Sehr nice, mein Mikrofon war gerade ein bisschen zu eingestellt, habe ich gesehen, habe ich noch kurz gefixt. So, jetzt aber. Ja, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass dann so eine Art, ich sag mal, wie Mobile Game geworden wäre, wo man entsprechend einfach ein Spiel runterlädt, hat vielleicht so 2-3 Level oder sowas, oder meinetwegen eine Welt. Und danach musst du die restlichen Welten halt eben nach und nach freikaufen, sozusagen, als Download-Content eben. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wie genau das ausgesehen hätte, weiß wohl keiner. Außer den Entwicklern. So, als ich da unten runtergefallen bin, habe ich aber gesehen, dass da noch eine Münze ist. Also wenigstens das haben wir davon gehabt. Und jetzt müssen wir mal schauen. Boah, das ist nicht so einfach. Ey. Da wäre jetzt der Gleitflug echt praktisch, ne? Mann. Und das ist eigentlich die nächste Münze, lol. Hier sind einfach zwei Münzen auf dem Haufen, okay? Interesting auf jeden Fall. Oh nein! Die ganzen Blasenviecher, die hier rumfliegen, die sind auch nicht so meine Freunde. Weil die verleiten mich mal dazu, irgendwo ins Nirgendwo zu springen, weil ich die schnell einsammeln möchte. Das ist nicht gesund. So, hier wieder dasselbe. Jede Menge von diesen Dingern, oh hi! Voll an die Wand geballert. So. Okay. Help me? Ah ja, da oben. Perfekt. Okay. Oh lol! Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der mich direkt da unten reinballert. Ich habe gedacht, der stößt mich ein bisschen höher. Offensichtlich nicht. Okay, dieses Haus reisen wir ab, würde ich sagen. Na komm. Wow, der hat aber einiges getankt. Na komm. Warum tankt die so viel? Okay, wie komme ich jetzt da oben ran? Das ist die Frage. Oh, man muss das wahrscheinlich taktisch abreißen, weil wenn man jetzt erstmal alles unten kaputt macht, kommt man oben nicht mehr ran. Das ist ja dreist. So, jetzt aber. Ah, was ist da noch? Ist das ein Ausgang oder was? Ah, wahrscheinlich ist das der Ausgang, falls man es verkackt hat oder so in der Art, ha? Okay. Egal, wir haben es geschafft. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr genaueres wisst, wie das Spiel ursprünglich erscheinen sollte. In diesem komischen Episodenformat. Ob, wenn ihr darüber irgendwas wisst, dann... Oh mein Gott, nein! Dann gerne raus damit. Würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Ah, okay. Kann man nicht mehr alle bekommen, aber hey. Weil wie gesagt, für so ein... Oh. Ah. Für so ein Jump'n'Run finde ich das schon eine interessante Sache. Ich meine, es wurde ja im Endeffekt doch nicht gemacht, von daher... Offensichtlich fanden die... Oh, da war auch eine Münze. Fanden die Entwickler das Prinzip dann auch ein bisschen seltsam für einen Jump'n'Run. Aber oh nein, oh nein! Aber allein erstmal so... Ne? Die Idee dahinter. Weird. Vielleicht war es das aber auch als so ein Mobile-Game geplant, was nur auf Handys oder so rauskommt. Wobei, nee, glaube ich eigentlich nicht, weil das war 2011? 10 oder sowas mit dem Dreh, als das in Planung war quasi. Und da war mit Smartphones, glaube ich, mit Smartphone-Gaming noch nicht so krass. Warte, wo lang muss ich jetzt? Okay, ja, ich habe es jetzt ein bisschen schlecht gelöst, glaube ich. Oh, Moment! Ah, nein, ich muss nochmal hoch. Ah, dammit. Okay, warte, ich nehme erstmal die Münze mit. Nein, was zum? Er hat keinen Wandsprung gemacht. Ich wollte abspringen. Er hat keinen Wandsprung gemacht. Okay, egal, dann haben wir noch einen Versuch, diese Help-Me-Dinger einzusammeln. Und jetzt können wir auch das hier nochmal richtig machen. Ja. Lol, oder auch nicht. Okay. So, und jetzt muss ich nämlich eigentlich da rein. Ja. Genau, da wollte ich nämlich eigentlich hin.
Alter, in was für einer Dimension sind wir hier gelandet? Oh mein Gott, ich wollte nicht runter. Ich wollte eigentlich, oh wow. Ich wollte eigentlich zur Seite springen, dass mich das nicht umgebracht hat. Das ist auch schon alles. So. Sehr gut. Und dann noch da hoch. Oh lala. Ja, also dass mich das gerade eben nicht umgebracht hat, oh mein Gott, das war komplett Glückssache gerade. Sehr geil. Der zweite? Nice. Warum habe ich eigentlich mein Mauszeiger mit dem Bild? Ich meine, ihr seht den zwar nicht, aber mir geht er voll auf den Sack. Ich gucke hier die ganze Zeit mittig auf meinen Mauszeiger drauf. Was zum Teufel. Okay, so, und jetzt muss ich hier mal gucken, wie ich an diese Münze rankomme. Ja. Ja, nice. So, kann ich das? Jawohl. Hallo. Oh mein Gott, was? Als ob der mich umgebracht hat. Ich dachte, ich lade jetzt voll cool so einen Schlag auf und dann... Okay, also die greifen tatsächlich auch manchmal an, wenn man sie lässt. Ich habe bisher noch nie andere von denen gesehen, weil ich immer schneller war. Na komm, so. Weirde Sache. Okay, bisher war die Grenze mal bei 300. Ich hoffe mal, wir kriegen diesmal 300 Lums zusammen. Mal schauen. Achtung. Ja. Ja, 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 wir haben die 300. Geil. Wahrscheinlich sind die Grenzen diesmal bei 350. Das wäre richtig ehrenlos jetzt. So, wir müssen aber darauf achten, einer von diesen Help-Me-Boxen fehlt noch. Also sollten wir besonders auf den Sound achten. Ach nee, warte mal, die letzte Box ist das Finale quasi, oder? Nee, warte, kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, das Ende wird nochmal extra gewertet, normal. Dammit. Das ist jetzt ärgerlich, da habe ich wieder eine Box verpasst scheinbar. Schade. Okay, hier unten ist kein böses Ding im Wasser, das heißt, hier kann ich auch ruhig rumschwimmen, wenn ich möchte. Ups, wollte ich aber eigentlich gar nicht. Weird. Warte mal. Bam. Der zählt extra, oder? Nee, ist der dritte. Ah, okay. Okay, okay. Cool. Und die zwei, die man noch kriegt, sind für die Loose, die wir gesammelt haben. Genau. Und dann ist der in der Mitte, dieses Zeit-Herausforderungsding, ist dann extra. Okay, cool. Dann haben wir das Level doch ziemlich gut gelöst, würde ich sagen. Dass man das nicht vorspulen kann, das nervt mich schon so ein bisschen. Ansonsten, wenn man es kann, Leute, dann schreibt es in die Kommentare. Andererseits werde ich es wahrscheinlich niemals lesen, während dieses Let's Play noch stattfindet, weil ich habe das gesamte Walking Dead Let's Play ja im Voraus aufgenommen. Und das heißt, das kann ich jetzt Stück für Stück gerade releasen und währenddessen nehme ich schon dieses Spiel hier auf. Horizon Zero Dawn, beziehungsweise der DLC Frozen Wilds läuft aktuell auch noch, also bis ihr diese Videos seht, das dauert noch ein bisschen. Aber ja. So, was geht denn bei der Feder ab hier? Falls es überhaupt eine Fee ist, keine Ahnung. Wir haben genügend Elektrons, um die nächste Welt zu erreichen. Oh, nächste Welt. Nice. Über dem Regenbogen wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ah, nee, das ist auch über den Wolken, nicht über dem Regenbogen. Ups, ja, fail. Egal. Nee, wie ging das weiter? Ach, egal. Gut gemacht, du hast genug Elektrons gerettet, um den Pfad zu reparieren und endlich eine neue Welt zu erreichen. Danke, was mache ich in der neuen Welt? Oh mein Gott, Hilfe. Alter, was ist das denn für ein riesen Vieh, Junge? Wie viele Big Macs hast du gefressen, ey? Hoho! Alter Vater! Da waren wahrscheinlich die Big Macs gerade im Sonderangebot und da hat er sich gedacht, ja, let's go, der Hase. Damit mache ich reingehauen! Oh mein! Ich habe nicht gesehen, dass der Boden sich da erst noch am Bauen ist, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht realisiert. Ich war noch beim Big Mac. Oh Mann. Okay, warte. Okay, ja, egal. Ah, ja, voll verkackt. Okay, warte, dann kann ich jetzt auch noch einsammeln. Gibt's hier auch wieder so ein Limit an Looms, was man sammeln sollte? Das wirkt bisher wie so ein Bonus-Level eigentlich. Ist es wahrscheinlich auch. Oh, fast alle! Oh, fast alle bekommen! Oh, Mann. Ärgerlich. Hä? Lol, da ist einer übrig? Okay. Oh, nein, voll verkackt hier. Ärgerlich. Was willst denn du? Oh mein Gott, nur. Ich habe voll schlecht. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mindestens 200 gebraucht, oder? Ach komm schon. Sag mir 180. Komm schon, sag mir 180. 175! Oh yes, geil! Dann habe ich sie ja sogar. Ah, verdammt, für 200 hätten wir diese Medaille mal bekommen. Das wäre mal cool. Ich hätte mal interessiert, was diese Medaille ist. Wahrscheinlich heißt die einfach 100% abgeschlossenes Level, oder? Wenn man halt einfach das gesamte. Den gesamten Kram, der zu sammeln war, eingesammelt hat. Okay, das war jetzt aber mehr so ein Bonus-Level irgendwie. Interessant, ne? Als Weltenabschluss ein Bonus-Level anstatt ein Bossfight oder sowas. Sehr interessant. Okay, 23 Elektrons. Die bilden eine Brücke und damit kommen wir...
zu Mu... Was? Mu, 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 Mosquito. Mu, 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 Mosquito. Was? Okay, hi. Ist das jetzt auch noch ein Bosskampf? Das wäre natürlich interessant. Oh ja, maybe. Dann bin ich ja mal gespannt, wie Bossfights in Rayman funktionieren. Hi Hut, was sagst denn du? Looms für Elektrons, schnapp sie dir, solange du kannst. Was? Looms für Elektrons? Hä? Das heißt, jeder Loom, den ich einsammle, ist ein Elektron wert, oder was? Hä? Kann doch nicht sein. Oh fuck! Das ist jetzt einfach nicht passiert. Was bist du denn, Alter? Ah, du bist Mosquito wahrscheinlich, ja? Hä? Oh, lol! Ist ja geil! Oder kann ich die einsaugen? Oder wofür ist dieses Einsaug-Feature? Drücke A, um zu schießen. Ah! Okay. Alter, wie geil, ein Sidescroll-Shooter halt einfach. Oh nein, bleib da! Oh! Okay. Aber wofür ist das Einsaugen? Kann ich die einsaugen? Ah, ich kann die einsaugen! Und was bringt mir das? Ah, das bringt Looms. Okay. Dann sauge ich die doch lieber ein, anstatt zu schießen. Das hätte ich auch ganz gerne. Die Musik erinnert mich an irgendwas. Oh, den kann man auch einsaugen. Krass. Ah, da kann ich wegschießen. Wie geil. Komm mal her. Zack. Okay, da habe ich jetzt gerade ein bisschen versagt. Catch dies. Geil. Richtig gut. Okay. Ja, nice. Coole Abwechslung auf jeden Fall. Oh, die tanken ganz schön viel, wenn man die nicht einsaugt. Warte mal. Zack. Ah, da geblieben. Oh, nein. Bei den Looms bin ich bis jetzt ziemlich schlecht in der Level, kann das sein? Aber was war das mit dem Elektrons, was man da kriegen kann? Das war gut. Oh nein, das muss ich kriegen! Oh, fast. Der hat nicht mehr doppelt gezählt, glaube ich. Oh, ärgerlich. Was ist denn Blödsinn? Schmerzhaft. So, oh, da sind Piranhas. Okay, hi. Die kann ich nicht mehr einkassieren. Kann man die... ich probiere es lieber nicht, ob man die einsaugen kann, ansonsten lass mich damit nachher noch treffen. Warte, mach das so. So, was bringt mir das hier so kaputt zu machen? Gar nichts. Okay. Ah, warte mal, den kann man einfach runterholen. Achtung. Sehr geil. Der Mosquito singt einfach mit, ich feiere das. Also normalerweise hasse ich Mücken, ja Leute, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mücken sind richtig ekelhafte Drecksviecher und ich kann sie nicht leiden. Aber man kann auch gedrückt halten, interessant. Und ich bin gern dabei, die zu erschlagen, sobald ich sie sehe. Aber, oh! In diesem Fall ist dieses Ding ja schon ganz cool. Ah, die Schüsse prallen sogar ab, das ist interessant. Interessant zu wissen. Oh. Wow! Zielsuchend! Ich hab da was genommen. Uah, das war dieser ekelhafte Mückenton. Das mag ich nicht. Dann sing lieber weiter mit, Kollege. Das finde ich cooler. So, warum drücke ich halt die ganze Zeit RT? Es bringt überhaupt nichts. Ich habe die ganze Zeit krampfhaft RT gerückt gehalten. Das ändert überhaupt nichts in diesem Level. Stark. Oh, hi. Okay. Drücke X-Taste, um etwas einzusaugen und anschließend die A-Taste, um es zu verschießen. Ja, ja, okay, das habe ich schon verstanden. Das habe ich ja schon das ganze Level über gemacht, aua. Okay, Einsaugung ist hier gefährlich, vielleicht machen wir es lieber nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was bist du denn für einer, Alter? Okay, warte. Jawohl. Ah, nee, warte, wahrscheinlich soll ich die einsaugen. Und dann... Der hat mich einfach mit Sambombe gefressen. Willst du mich verarschen? Der hat mich mit Sambombe gefressen. Der hat doch einen Arsch offen. LOL. Ja, kann man mal machen, auf jeden Fall. So. Jetzt mit den Looms einsammeln ist echt nicht so einfach hier in dem Level, ne? So, hi. Also, man darf hier nicht zu nahe kommen, ansonsten so ist auch der einen ein. Aber man muss halt die Buben kriegen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Und noch ein. Nein! Ah, oh, schade. Kann man dem damit auch Schaden machen, oder ist das einfach nur... Bringt es gar nichts. Bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Nein! Okay. Wie ein Luftballon, Alter. Geil.
Ah, ich hätte gerne 350 Looms gehabt. Wir haben nur 344. Schade. Okay, cool. Nee, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Da noch so ein bisschen was einzubringen. Das ist wie bei Donkey Kong mit den tierischen Helfern. Mit dem Nashorn oder On Guard, dem Schwertfisch. Wer ist das Nashorn? Irgendwas mit R? Wie heißt das Nashorn? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Wie hieß das Nashorn in Donkey Kong Country? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall war der Schwertfisch, der hieß On Guard. Und was gab's denn noch? Den Papagei? Wie hieß das Vieh? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auch nie richtig Donkey Kong Country gespielt, von daher. Außer passt eigentlich. Den müssen wir vielleicht irgendwann mal zusammenspielen. Im Stream oder so vielleicht. Ich glaube, für ein Let's Play ist es bei mir nicht geeignet, weil ich dafür zu scheiße im Spiel bin. Im Stream könnte es ganz lustig sein. Neuer Schatz in dichtes Dickicht. Was? In dichtes Dickicht freigeschaltet. Okay. Was? Neuer Schatz in dichtes Dickicht? Da waren wir doch gerade, oder nicht? Ach, weil wir alle Level gespielt haben. Das heißt, jetzt kann ich hier am Ende noch so einen Schatz finden, oder was? Ah ja, das da oben. Stimmt, das war ja noch vorher blockiert. Frag mich, wenn du kannst. Die Elektrons können den Weg freimachen. Okay. Soll heißen. Ach nee, fang mich, wenn du kannst. Ups, lol. Ich kann nicht lesen. Das heißt also, hier brauchen wir genug Elektrons, um es freizuschalten. Und dann passiert hier was? Ah, dieser Schatz, okay. Der Schatz hat Schiss vor uns, weil wir ihn verprügeln werden, sobald er... Oh mein Gott. Sobald wir ihn kriegen... Oh lol, fuck. Fail. Wie geil, Alter. Das ist auch einfach so eine coole Idee. Der Schatz hat Angst, weil Rayman wird ihn verprügeln, um ihn aufzumachen. Und deswegen haut er ab. Aua, lol. Hä, der hat mich... Der hat mich getroffen, hat mich den gesamten Speed gekostet. Lol. Warte mal. Nee, okay. Ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht den linken Trigger gedrückt halten muss für diesen Flügel-Move, aber nö. Ich weiß immer noch nicht, wie der geht. Oh mein Gott! Nein, da komme ich nicht mehr durch! Komm schon! Oh, das ist knapp. Scheiße, Alter. Muss ich den einfach bis zum Ende des Levels verfolgen oder kann ich den auch zwischendurch schon irgendwann fangen? Ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich muss ich ihn bis zum Ende verfolgen. Weil der gerade hier gewinnt ja einiges an Vorsprung. Hä? Warum hat er jetzt den ganzen. Warum hat er jetzt den ganzen Schwung verloren plötzlich? Hä? Nach dem Wandsprung verliert Rayman irgendwie den ganzen Schwung, obwohl ich die RT, ne, die Renntaste nicht loslasse. Das ist ja richtig weird. Ich hab's jetzt extra nochmal neu gedrückt gerade, aber. Eigentlich müsste ich das ja nicht müssen. Alter, das ist aber auch echt nicht so einfach. Okay, weiter. Renn. Ich krieg dich, du Mist Ding. Ich krieg dich. Oh mein Gott, das war knapp. Komm schon. Nein. Oh, Alter. Hier bricht alles zusammen. Komm. Nein, da drauf. Sehr gut. Komm schon. Ja, oh lol. Er hört einfach auf zu rennen, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, das sind diese Kristalle. Aha. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass der einfach aufhört zu rennen. Okay, geil. Sehr nice. Dafür gibt es 10 Stück, ne? Heißt, es gibt 10 Welten? Maybe. Okay. Sonst noch irgendwas jetzt hier neu? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Kann ich hier auch mit den Pfeiltasten steuern? Nee, kann ich nicht. Schade. Mal schauen. Nee, das war's dann soweit. Okay, dann muss ich wieder... Ich möchte mal zum schnarchenden Baum, weil wir gucken uns jetzt mal die Skins an, Leute. Oh. Hi. Ach, das sind seine Zähne. Ach, lol. Aber reden kann ich mit dem trotzdem nicht. Okay, dann zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 9 Stück wahrscheinlich fehlen. Irgendwie so aus dem Dreh. Okay, jetzt gehen wir mal. Aha. Okay, kann da irgendwas Besonderes oder wie sieht's aus? Er rennt genauso. Hm. Scheint nichts Besonderes zu können bisher. Okay. Was kannst du? Auch nichts. Wahrscheinlich sieht der Charakter einfach nur anders aus. Warum ist der Rayman blau? Hat der irgendwas, ist das irgendwas Besonderes? Okay, den kann ich doch nicht freischalten. Mhm. Oh, lol. Der hat eine andere Attacke auf jeden Fall. Das wollte ich nicht. Eine andere Attacke auf jeden Fall. Okay, hier finde ich meine Standardcharaktere wieder. Autsch! Ich kann den... Ah! Der hat sich einfach die verdammte... Wie heißt dieses Ding? Augen... Wie heißt das Teil? Augapfel. So. Ich war die ganze Zeit bei Augenball. What the fuck, Mann. Komplett lost.
Okay, ja, dann lass doch einfach mal mit dem blauen Rayman spielen, oder? So. Und dann wieder zurück zur Lichtung. Okay. Dann sind wir jetzt einfach mal der blaue Rayman. Jetzt muss ich... Mit B komme ich zurück, nehme ich an. Ja, genau. Dann gehen wir weiter nach... zu... den Dünen der Didgeridoos. Lol. Das klingt schon mal nach sehr viel Action, was Musik angeht. Heimat der Hupfdohlen. Okay. Ist das die Schweizer Käse hier, alles mit Löchern. Stinkt auch genauso. Guck mal, was da für eine Fahne abgeht, ey. Alles klar. So, was hast du zu sagen? Los mit den Weiten. Lass dich nicht so früh blasonieren. Fass dir ein Herz. Liebe deinen Nächsten. Extra Herz kommt zu euren Freunden. Brauchst du denn, braucht denn niemand Liebe? Extra Herzen bringen extra Looms. Okay, geil. Also sie hat mir einfach nur erklärt, dass ich ein extra Herz einsammeln soll. Und wenn ich das schon habe, kriege ich dafür Looms. Ja, ist in Ordnung. Will ich da rein? Scheinbar. Na gut. Perfekt. Gut, Wüstenwelt also, ja? Ist ja wie ein Mario hier. Also sieht jedenfalls ein bisschen aus wie eine Wüstenwelt. Ah, da komme ich nicht hoch, oder was? Ah doch, ja so. Okay. Ah, die erste Coin, sehr geil. Gibt es eigentlich immer eine fest angeschriebene Anzahl an Coins in den Leveln, Leute? Das weiß ich nicht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann könnte man ja sich anhand dessen so ein bisschen so merken quasi, wie weit man fortgeschritten ist. Beziehungsweise wie viel man schon gesammelt hat. Ich zähle jetzt einfach, wie viel ich hier finde. Eine haben wir jetzt auf jeden Fall. Okay, das da unten möchte ich, glaube ich, nicht berühren. Das da oben möchte ich auch nicht berühren. So, nein. Komm schon. Ah. Ja, gotcha, gotcha. Sehr gut. Haben wir die zweite Coin gerade gesammelt? Ja, schon, oder? Lol, ich habe jetzt schon vergessen mitzuzählen. GG. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Da muss man einen getimten Wandsprung machen. So geht's auch. So geht's natürlich auch. Ach, man darf da sogar landen. Ich dachte, da wäre man tot. Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht so eine Art Treibsand oder sowas, aber tatsächlich ist man da safe scheinbar. Warte mal, da oben ist was. Kann ich hier auch? Warte mal, hä? Da oben ist auf jeden Fall. Wie komme ich da hoch? Moment. Ahaha. Sehr schön. Jawohl. Sauber. Boom. Oh. Ja, warte mal. Ich möchte erst noch die Gegner unten mit auseinandernehmen. Die geben ja schließlich auch noch Looms. So, Moment. Ja, ja, I help you. Hi. Gar kein Problem. Gut, hier gibt es andere Gegner auf jeden Fall. Nicht mehr diese komischen Piratenvieh. Ich bin Was? Warum bin ich... Was? Ich bin gestorben? Okay. Lol. Nicht mehr diese komischen Piratenviecher, sondern irgendwer... Ach, der hat mich da schief reingeschleudert. Oh, lol. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mir den Stampfattacke da runtergemacht und dachte, so wird schon passen. Ja, nee. Actually nicht. Okay, warte, mach doch einfach mal so. Okay. So, und jetzt so. Ja, das ist Jump'n'Run-Action vom Feinsten. Oh, lol. Also jedenfalls die Jump-Action. Run haben wir noch ein bisschen. Run lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber Jump haben wir auf jeden Fall abgedeckt. So, könnten wir es jetzt hinbekommen, danke. Also, es wird jetzt eigentlich schon mal langsam Zeit. Ansonsten wird es auch peinlich! Okay. Ja. Nein! Oh, knapp. Ja. Und die letzten beiden. Jawohl! Goddammit, war doch nicht so schwer. Oh Mann, ey. Angestellt wie der erste Mensch. Meine Güte. Naja, ich bin ja auch quasi. Ist ja auch das erste Mal, dass ich Rayman spiele. Von daher ist es in Ordnung. Tatsächlich, nee. Ich habe damals auf dem iPod Touch mal ein Rayman-Spiel gespielt, was glaube ich ein Port vom N64 war. Rayman 2 The Great Escape oder so, glaube ich, hieß das. Es müsste ein Port von einem N64-Game gewesen sein. Es sah jedenfalls sehr nach N64 aus von der Grafikqualität her. Das war kein schönes Spiel, aber ich bin da irgendwann auch hängen geblieben und bin nicht mehr weitergekommen. Hä? Ah. Okay. Irgendwann waren die einfach raus. Nein, hey Leute, ich wollte das oben. Ah, Mann. Warte mal. Ich glaube, da komme ich noch hoch. Ach, warte. Hey Leute, ich kann hier einfach durchgehen. Hä, wofür ist das da? Ist das nur für die Dinger hier? Okay. Ja, gut, ist in Ordnung. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. So kleine Sachen machen die Spiele ja auch aus, ne? Dass man so ein bisschen Bonus-Stuff hat, ohne dass man den eigentlich braucht. Hilfe. Ja, das habe ich schon gemerkt im Sprung, dass das super dumm war.
Okay, warte, wir holen erstmal da oben die Münze. Okay, die haben wir. Das ist jetzt die dritte oder vierte, I don't know. Da unten ist direkt noch einer. Also es könnte tatsächlich sein, dass es 5 Münzen in jedem Level gibt. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ja, ja, ich weiß. Aber wie komme ich da runter, wollte ich wissen. Ich wollte nicht wissen, wie ich bei dem anderen runterkomme, sondern wie ich da runterkomme. Einfach hier vorne, oder? Naja. Ich habe kein Leben mehr, da muss ich jetzt aufpassen. Nein, lol! Ich muss an solchen Stellen lernen, RT loszulassen. Ich drücke die ganze Zeit durchgehend die Renntaste, Leute. Das ist mal das Mario-Syndrom, weil da lässt man ja Rennen nie los. In Rayman sollte man Rennen loslassen. Weil Rayman verhält sich manchmal sehr seltsam, wenn er aus dem Stand anfängt loszurennen. Da sollte man Rennen actually loslassen. Also wenn man nicht durchgehend am Rennen ist, sollte man auch nicht Rennen drücken. Das ist tatsächlich so eine Sache, die ich bisher beobachtet habe. Das kann einen öfter mal umbringen. So, jetzt machen wir es ohne Rennen. Dann kann man nämlich, genau, dann kann man viel, viel einfacher einschätzen, wo er hinspringt. Und jetzt kann man wieder Rennen drücken. Ja, ja, viel, viel einfacher. Ja, das ist auf jeden Fall der Trick. Du darfst nicht die ganze Zeit Rennen gedrückt halten. Das hat gar keinen Sinn. Also wenn man nicht rennt in Rayman, dann auch nicht rennen. Ja, wie gesagt, in Mario hält man die Taste ja die ganze Zeit gedrückt. Die nächste Fee. Oder sowas in der Art. Whatever that may be. Oh, fuck. Moment. Du wartest ja ein bisschen, oder, Kollege? Du rennst ja nicht direkt weg, ne? Ja, ja, du chillst da ein bisschen. So, Achtung. Oh, lol. Oh, lol. Oh, nein! Oh, was ist die nächste Münze? Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Lol. Okay. So, den Drecksgeier von der Telefonleitung runtergefangen. Da haben wir ihn. Jawohl. Oder sie, oder wie auch immer. Ja, ach hier, endlich. Kraft zum Fliegen. Yes, kann ich jetzt... Ja, endlich. Oh mein Gott, yes. A, gedrückt halten. Ja, geil. Endlich, Alter. Oh, toll, einfach weg, okay. Oh, ist das gut. Das hab ich sehr vermisst. Ich wusste auch echt nicht, dass das eine Fähigkeit ist, die Rayman erst lernen muss, ne? Ich dachte, das wäre so eine Standardfähigkeit, die Rayman immer kann. So wie Mario halt rennen kann oder so, aber offensichtlich nicht. Ja, so muss das richtig. Ah, lol. Okay, man muss die A-Taste wirklich nochmal drücken. Gedrückt halten funktioniert nicht. Muss die Luft nochmal drücken. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Komme ich mit klar. Oh, verdammt. Ah. Wie macht dieses Ding eigentlich diese Geräusche? Ich meine, dass das ins Auge wehtut, das kann ich mir vorstellen. Aber wie machst du Geräusche? Du hast keinen Mund. Hm. Okay, irgendwo hier ist so ein Help-Me-Viech. Sollten wir also mal gucken. Da unten scheint tot zu sein. Jedenfalls, wenn ich diese Geister, die da aufsteigen, richtig deute. Aha, da oben. Okay, ich habe schon gefunden. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich da hochkomme. Ah, mit dem da. Ah, Moment. Erstmal holen wir uns den da, weil der verploppt nämlich ansonsten. Auch den da. Jawohl. Und jetzt gehen wir da hoch. Lol. Okay, so geht's. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, das war schon wieder direkt am Anfang richtig scheiße. Aber jetzt ist es halt viel einfacher, auf Gegner drauf zu springen, weil man jetzt halt in der Luft nachkorrigieren kann. Ich weiß, ich ziehe den Mario-Vergleich sehr oft, aber es ist wie Mario mit seinem Tanuki. Ich weiß. Ich glaube, Rayman möchte bestimmt auch nicht so mit Mario verglichen werden, weil es ist schon was ganz anderes, muss man sagen. Es ist von der gesamten Art, vom gesamten Aufzug her, es ist komplett anders. Es ist halt nur zufälligerweise beides ein Jump'n'Run. Das ist, glaube ich, wirklich die einzige Gemeinsamkeit. Aber hey. So, zweiter Käfig. Jawohl, ja. Sehr gut. Dann müssen wir nur noch ein paar Looms einsammeln und das Level beenden. Dann haben wir es doch. Ja, und dann ist auch der Part dann auch schon drum, würde ich sagen. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. So. Warum auch immer die Faust aufs Auge passt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wer hat festgelegt, dass die Faust aufs Auge passt? Ah, oh, da ist es ja schon das Ende. Ja, das kommt. Ich dachte gerade, ich habe mich davon zweimal treffen lassen. Ich hätte mich so erschossen, Alter. So. Let's go. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Macht auf jeden Fall richtig Spaß zu spielen. Warum ist eigentlich da an der Seite noch so ein Platz frei? Kann man das im Zweispieler-Modus spielen, das Spiel? Wahrscheinlich, ne? Auch interessant. Okay, Leute. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob man das Spiel im Zweispieler-Modus spielen kann. Das wäre mal interessant zu wissen. Ich kann auch einfach selber nachgucken. Ich bin ein fauler Sack. Ich will immer, dass ihr das in die Kommentare schreibt. Actually kann ich auch einfach selber nachgucken.
Aber hey, lasst auf jeden Fall... Ich habe zum ersten Mal so eine Medaille bekommen. Hey, cool. Und, was macht ihr jetzt? Markiert ihr den Level jetzt einfach als Vollgas abgeschlossen, oder wie? Zeig mal her. Ja, scheinbar. Mehr scheint die jedenfalls nicht zu bringen. Okay. Gut, Leute. Oh, beste Filmmusik. Oh, das klingt doch geil. Das klingt doch geil. Leute, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der Part gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Wenn wir weitermachen mit beste Filmmusik. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.